Oh, hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, The Minish Cap. Le Part, keine Ahnung, ich glaube 15. Im letzten Part haben wir das Windelement errungen und haben somit alle vier Elemente. Das bedeutet, auf zu Fatih. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Ja. So, ich glaube, zu dem Typen da mussten wir nicht. Sonst wäre jetzt irgendwas passiert. Oder? Hast du was zum Schlabern? Ja, ja. Habe ich schon längst. Wie ihr sehen könnt hier, alle vier Elemente. Ist das nicht Chop Güzel? So, und ich würde sagen, das ist mehr als nur Chop Güzel. Das ist Z-Slayer Güzel. Und nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Chop Güzel bedeutet so viel wie sehr schön. Oder schön, sehr schön. Oder einfach nur Kuchen. Nee, Spaß. Ja doch, Kuchen ist auch sehr schön, also von daher. So, nochmal schön ein bisschen geskillt. Und wo war der Opa? Ich glaube, der war hier. Ah, aber es liegt nicht da. Ich frage mich, ob wir das wirklich noch machen können mit dem Lichtbogen. Das wäre nämlich mehr als nur Jobgesell. Hm? Hier, ja. Bam! Und ich muss nochmal ganz, ganz kurz pausieren. Einen Moment. So, und Lö, weiter geht's. Sorry, man hat gerade die Maus gesehen. Ja, egal. Ja. So, ich würde sagen, auf zum Le Burg. So. Obwohl, wir können jetzt ja hoch und weit springen, ne? Also gehen wir noch erstmal zu Lö hier. Dings hier. Magnus oder Markus. Samantel und Nu, bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir noch eine weitere Technik erlernen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Nein, doch bin ich. So sei es, ich werde nicht nur die Technik der Sturzattacke lernen. Oh, ich finde die so geil. Die finde ich wirklich cool, die Technik irgendwie. Weil das ist einfach so Boom. Einfach nur Boom. BTF Boom. Komm schon. Bam. Bam. Also, ganz ehrlich, ich find's cool. Ne, so. So, jetzt geht's. Ja, muss ich erstmal wieder reinkommen. Also nochmal. So. 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 Ah, okay, hab's. Geht beiseite, Postbote. Obwohl, ich könnte ihn jetzt auch einfach überfliegen, ne? Und upsala, ich hab die Gurke gestreift. Ach, egal, ich wusste es ja eh, von daher. Ich kann jetzt jeden überfliegen. Hahaha. Ihr könnt mich alle mal. So, ich würde aber sagen. So, zack. Bam. So, wir können immer noch nicht da vorne rein. Wir müssen hinten rumgehen, wie immer. Und tarnen uns hier mal wieder als Wand, als grüne Wand. Hey! Auf Befehl des Königs darf ich hier niemanden durchlassen. Und so ein Döner. Und Kartoffel. Und, ja, überhaupt bin ich cool. Ja, so geht das. Schön still sein, damit ihr auch nichts hört. So. Hey, ich hatte dich doch berührt. Warum skillst du dich beiseite? Hä? Warum skillst du dich davon? Okay, jetzt wird's interessant. So, ich muss jetzt Lö Schwert, Lö letzte Fragmente vereinen. Fragmente. Pff. Element. Dum, 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 dum. Zack, drauf damit. Und das vierte Element wird übertragen. Bäm! Alle vier jetzt. Yeah. La epic. Ching. Das Windelement wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist das Schwert. Ist es. Das Schwert der Vier. Du kannst dich jetzt vierteilen.
lädst du das Schwert mit der Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab, der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Und was passiert jetzt? Oh mein Gott, der Felsen verschwindet. Und ein Tor. Wohin wird uns dieses Tor führen? Holla! Holla! Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie zu dem Raum, in dem das Geheimnis des Forsts verborgen ist. Also das, lass uns hineingehen! Beziehungsweise ZCDIP. Nanu, dieses Bild aus Glas! Es scheint auf den Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish von Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu übergeben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Das goldene Licht. Force weilt lange bei der Prinzessin von Hyrule oder Hyrule oder was auch immer. So war das, nicht wahr? Du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich hierher. Ich brauche euch nicht mehr. Oh mein Gott, oh mein Kuh. Jetzt weiß ich, wo das Fuß verborgen ist. Wach auf, ICDS, ZLLP, was auch immer. Dieser Fatih, er hat sich die Kraft des, hat sich in den König verwandelt, um das Boss zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und, darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, ruht das Boss in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Boss zu entreißen. Wir dürfen das nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, ICDS. Wir müssen Fatih aufhalten. Okidoki. Bäm. Boah, geile Mucke. Oh, ich mag die Musik hier. Aber die Musik ist gleich nicht mehr so episch hier. Das finde ich irgendwie noch richtig cool. Genießen wir es. Aber ich glaube, das wird nachher andere. Irgendwie finde ich nämlich diese hier cooler. Keine Ahnung wieso. So, zack und durch da. Oh nein! Das ist der! Alle sind zu Stein geworden! Der Minister! Die Soldaten! Genau wie Zelda! Das ist offensichtlich Fatihs Werk! Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen! ICDS, nun ist es Zeit, mit der Macht des Schwertes der Vier den Fluch zu brechen! Okay, bei wem fangen wir an? Bei dem Minister? Ach, der sieht wie so eine kleine Nervensäge aus. Nimm ihn im Soldaten! Peng! Ah, ICDS, wir sind gerettet! Danke! Hier sind schreckliche Dinge passiert! Der König, der sich so merkwürdig benommen hat, war in Wirklichkeit Fatih! Wir wurden einer nach dem anderen von Fatih versteinert! Und dann griffen die Monster an! Was ist nur mit diesem Schloss geschehen? Ja, den Minister mache ich ganz zum Schluss. So, zack! Ja, der lässt uns erst durch, wenn wir den anderen, den Minister entsteinert haben, könnte man sagen. Zack! Ah! ICDS! Es ist schrecklich! Fatih ist mit der versteinerten Zelda auf das Dach geflohen. Er fühlt sich hier Böses im Schilde. Du musst ihn aufhalten! Ja, jetzt ist der Soldat da auch weggegangen. Und dunkles Schloss, Hyrule. Was ist das denn?
Ist das wirklich das schöne Schloss Hyrule? Oder Hyrule, was auch immer. Unglaublich! Ich hätte nicht gedacht, dass Wattis Kräfte so viel Unheil anrichten können. Der König und Zelda sind in Gefahr. Beeil dich, Alcides! ZZLP, Gedöns, Döner! So, zack, hier durch. Am Ende wird's richtig lustig. Also wirklich, das wird lustig. Also ganz, ganz am Ende. Ach, aber den Witz werde ich erst am Ende bringen. So, durch hier! Hi! Wo? Okay, das macht keinen Sinn mit der neuen Technik da. Irgendwas versuchen zu reißen. Okay, die Musik hat schon was. Runter hier! Oh mein Gott, ein Ding da! Wir haben ja den Bogen noch gar nicht. Ah, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ganz blöd. Oder ich doch? Keine Ahnung, kommen wir aus dem Schloss nochmal raus? Weiß ich gerade gar nicht. Überfragt. Ich weiß gar nicht, ob wir den Bogen jetzt noch holen können. Aber ich meine schon. Natürlich, eigentlich doch, klar. Zwar jetzt noch nicht direkt, aber später. So, wir befinden uns übrigens in KG1. Im Keller 1 oder so? Kellerkinder 1! So. Ach, verdammt. Jetzt kann ich keine Waffen benutzen. Ich kann mich auch nicht verkleinern. Das Ding ist weg und jetzt kann ich mich verkleinern. Yeah, like a bus. Also wenn wir klein sind, können die Teile uns da nichts anhaben. Das ist schon mal eine sehr erfreuliche Information. So. Wir mussten nämlich hier mit Link hier runter. Weil da gleich der Babu ist. Genau. Nein. Dort befindet sich eine gewisse Person. Und wir können die nur befreien. Ja, ihr seht sie jetzt schon. Indem wir diesen Schalter betätigen. Oh yeah! Schalter betätigen macht Spaß! So. 3, 2, 1, let it rip! Hey! Komm schon. Ach, macht er das nicht automatisch? Ah, LCDS! Du hast mich also gerettet! Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Ist das alles Fatis Werk? Ich bin der König und ich muss Hati besiegen nach... Kann ich gegen ihn nichts ausrichten. Alcides, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda. Mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Kleinen Schlüssel erhalten. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Was ist das? Das soll ein Dungeon sein? Ich hab dir gleich Dungeon. Das ist ein Schloss, du. Das dunkle Schloss Hyrule. Oder Hyrule. Oder was auch immer. Dönerul. So, wir machen es uns jetzt einfach. Plop, 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 plop. Und wir sind jetzt ein Vierer-Team. Ein Dream-Team. Oh, ich brenne, verdammt. Ah ja, wenn der eine sozusagen da so Schaden nimmt und auf diese Art und Weise, kriegen wir diesen Schaden auch ab. Plop. Das da vorne ist übrigens eine Fake-Tür, also nicht beachten. Alle Türen, die ich nicht öffne, sind Fakes. Ach, die können wir einfach ignorieren. Das sind eh nur Lappen. Es gibt hier kein Item in diesem Dungeon, soweit ich weiß. Also, alles, was wir bis jetzt haben, haben wir. Hier gibt es nur Dungeon-Karten und Kompasse. Ist das nicht Korall? So, jetzt können wir aber wieder raus. Also, jetzt könnten wir uns auch wieder den Bogen holen. Ach, genau, das wollte ich noch prüfen. Bogen! Also hier bekommen wir den Boomerang her. Die könnte ich gleich auch mal versuchen zu holen. Dauert ja nicht lange eigentlich. Eigentlich sind nur ein paar Fragmente. Hier die halbe Stadt fehlt. Erstmal auch sehr interessant, ne? Und jetzt will ich mal versuchen, den Lichtbogen noch zu bekommen. So, darauf. Dup, 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 dup.
Mal gucken, ob der Opa wieder da ist. Nein! Verdammt! Das gibt's nicht. Wir können den Lichtbogen nicht kriegen, verdammt! Weil hier wäre normalerweise ein Geist-Typ gedöns. Und, ja, den... Also ein Typ, der von einem Geist befallen ist und den könnten wir dann, ja, befreien. Ach, verdammt. Schade aber auch. Vielleicht nach dem Schluss, wer weiß. Der Döner weiß es. Der Dönermann! Ich mag die Musik hier unbedingt. Also ganz ehrlich, das muss man gesagt haben. Ich mag die Mucke hier. Vogel! Ah! Verdammt. Nein, 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 nein. Ach. Leck mir doch die Eier. Oh mein Gott, schon wieder ein Vogel. hier, da an. Wir haben bis jetzt einen, ne? Also mit einem haben wir Fragmente vereint. Mit den anderen müssen wir noch. Also gehen wir hier lang. Hochebene von Bele! Bele, 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 Bele. Bele, 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 Bele. Der ist da noch nicht. Hans-Peter Otto ist da noch nicht. Upsala, ein Rubin. Hätte ich fast übersehen. Nee, Spaß hätte ich nicht. Ja! Ich will mir das Schloss noch ein bisschen aufheben und schon mal so random Stuff erledigen. Den Lichtbogen kriegen wir leider irgendwie nicht mehr. Schade. War wirklich schade. Das wäre richtig geil eigentlich. Also dann können wir nämlich den Bogen hier, den hier, können wir so aufladen, wie beim Schwert. Bam! Apropos. Hier, was ist noch mit dem Typen hier? Ach, der ist immer noch alleine. Wenn ich jetzt mit dem Fragmente vereine, passiert etwas sehr Interessantes. Kriegen wir dann... Vielleicht können wir schon mal zumindest das Spiegelschild bekommen. Na, nee, da kommt jetzt... Ach, jetzt kommt der Typ. Also dauert noch ein bisschen. Ist ja gut. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich will viele Fragmente verkaufen. Ja, tu das. Hier bekommen wir dann übrigens eine weitere Flasche. Du Flasche! Was? Ja. Also da können wir eine weitere Flasche bekommen. Du Flasche. Zack! Das nenne ich Skill. Skilly Skill. Das nenne ich Fail. Fail in Skill. Weil mit denen hatte ich doch meine schon Fragmente vereint. Und... Flop! Ja. Ich habe meinem Bruder auch irgendwas Fragmente gegeben. Wenn du mit ihm Fragmente vereinst, bekommst du bestimmt was ganz Tolles. Viel Glück, Herr Fee. Ich bin keine Fee. Du musst noch 96 Glücksfragmente finden. Deine Suche hat gerade erst begonnen. Es ist noch ein weiter Weg. Ist der Typ dann jetzt da, oder was? Weil, Gedöns. Ich weiß, wo die vier Lappen sich befinden. Der eine befindet sich beim Tempel des Tropfens ungefähr. So, der andere befindet sich hier links oben. Da unten befindet sich auch einer. Oh, wo war denn der letzte? Also hier müsste sich einer befinden eigentlich. Ach, da ist er auch jetzt. Ach, da ist er ja. Wie kommen wir zu dem hin? Ganz einfach. Ich meine, das konnten wir hier schon. Mit Le Maulwurf Handschuhe. So, rein da. Uch, da können wir noch nicht lang, da vorne. Ich habe ja gar nichts gemacht. Also, beziehungsweise hatte schon, aber ist nicht mehr drin, wegen... musste ja neu zocken. So, hier, mit den Wänden immer Fragmente vereinen, also... Hatte ich ja schon mal in einem vorherigen Part erwähnt. Aber, ja, das ist wichtig. Weil dann kommen hier neue Dinger da. Wie hießen die? Irgendwas mit G. Das hatte nicht geklappt. Allein schafft man es nicht. Ah, super Erkenntnis. Guck mal da kommt ein Kollege. Ich habe das Gefühl, jemand ruft nach mir. Ein Freund ist in Not. Ich helfe ihn. Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Bam, 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 bam. Bam. So macht man eine Mauer kaputt, versteht ihr? Lan, lan, fahren. So ging die Melodie, ja. Da ist auch noch was.
Was ist denn da los? Hi, Stalos. Ey. Ah, hallo, Herr Fee. Tingle hat mich gebeten, auf dich zu warten. Er hat mir auch ein Fragment gegeben. Wollen wir Fragmente vereinen? Meinetwegen. So. Ah, ich dachte jetzt schon, ich hätte das nicht. Zwingle? Der heißt Zwingle. Tingle, Zwingle. Bingel, Dingel. Keine Ahnung was. Gedöns, Kuchen, Baum. Ja, hier, vor dem Schloss sind ja vier Bäume. Die vier Gebrüder da sind alle dafür da, um, ja, wisst schon, Kuchen zu essen. Nein, natürlich nicht. Auch, aber egal. Nein, wenn man mit den Fragmenten vereint, passiert halt eben Folgendes. Diese vier Bäume da öffnen sich. Man kann reingehen und man erhält das letzte... was uns noch fehlt, also als Item. Den Bumerang, den können wir auch kaufen, aber wozu kaufen, wenn wir den verbesserten Bumerang dann bekommen? Und zwar können wir diesen dann steuern. Und, sag mal ehrlich, ist das nicht viel cooler als dieser normale scheiß Bumerang? Ich meine, ich schwöre auf Haftbefehl. Denn Haftbefehl ist ja beste, nicht Spaß. Ja. Also, ganz ehrlich, ich finde das dann ein bisschen cooler, wenn wir den Bogen auch steuern können. Ja, so. So, zack, nochmal ein Glücksfragment nehmen. Wir können auch mal jetzt da unten hingehen, weil da unten haben wir was freigeschaltet vorhin. Bei dem einen Minish. Und ich glaube, mich zu entsinnen, dass es sich dabei um weiteres Money handelt. Oder? Und zwar genau hier. Oh, eine mysteriöse Muschel. Oh, noch eine mysteriöse Muschel. Das ist nur Money. Money, Money, Money. Hätte ich liegen lassen sollen. Aber hier können wir auch was Interessantes eigentlich noch machen. Aber das hebe ich mir auch noch auf. Finn! Warte mal. Ne, hier ist nichts. Nichts! Nichts! Ja, wir haben noch alle. Wir haben sie noch alle! Kadusch. So. Do, da lang, dies lang, dort lang, Keks lang. Da. Wo wollte ich eigentlich hin? Ah doch. Ey! Muck mal nicht auf! Ich frag mich aber gerade, wo der letzte ist. Ich weiß nur, dass sich noch einer hier am Dings befindet. Und zwar hier. Aber wo ist der letzte? Ah doch, ich glaube, ich weiß es. Oder auch nicht. Ach, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Was ist denn da los? So, da ist der letzte oder auch nicht letzte oder da ist halt einer. Hi! Bist du Herr Fee? Du bist doch Herr Fee, oder? Tingle hat mir ein Fragment gegeben. Du willst Fragmente fallen? Sagte er. Wie sieht es aus? Wollen wir Fragmente fallen? Ja. Du möchtest Fragmente fallen? Hoffentlich passen sie zusammen. Ja, tun sie. David Junior. Oder David Junior. So, fehlt noch einer. Ich frage mich aber jetzt, wo der letzte wirklich ist. Ich meine, er ist ganz unten rechts. But I'm not sure. ja. Unglaublich, sie passen zusammen. Das hätte ich nicht gedacht. So, aber wir machen jetzt hier nochmal was. Einfach so random stuff. So. Herzeleiten. Und jetzt nochmal hier so ein... Und dann da so ein... Bam, bam, bam. Und dann gehen wir hier lang. Weil hier gibt's auch noch was. Glaube ich. Hier gibt's Döner und Kartoffeln und was weiß ich was. Oh, verdammt. Und noch ein Glücksfragment erhalten. Ich frag mich aber gerade echt, wo der letzte ist. Da ist nix. So, hier gibt's ziemlich viele Treppen nach oben. Aber ich glaube, da hinten, da könnten wir noch nichts machen. Wo ich jetzt gerade hingehen will. Hier ist jetzt aber eine Wand. Doch nicht? Nix. Da ist gar nichts. Unnötig!
Ja, hier, da müssen wir später mal lang gehen. Die Sänger sind fies. Warum ist er vorher nicht aufgetaucht? Oha. Die Dinger klauen einen, by the way, das Schild. Das sind solche Mongos. Dem will man nicht begegnen. Sag ich jetzt mal so ganz spontan. Außer man will sich unbedingt ein neues Schild kaufen. Also, wer das tun will, ist bei den Viechern gut beraten. So. Hier ist eine Truhe. Glücksfragment erhalten. So, ich habe ziemlich seltsame Wege hier. Aua. Aua. Ist hier nicht irgendwo noch eine Wand? Ich meine, hier war noch eine Wand. Ja, hier sind überall Wände. Wände, mit denen man Fragmente vereinen kann. Die nicht. Ah, hier geht's unten auch noch weiter. Du Mongo, stirb! Dumm. Aber hier müsste jetzt die Wand sein. Ja, Mann. Wundersame Wand! Aber hier unten ist noch was. Ja, so, der kriegt jetzt nochmal Verstärkung. Ja, ja, ja. So, das müssen wir ja nicht 10.000 Mal sehen. Zumal der Part jetzt eh schon wieder 26 Minuten lang ist. OMQ. Diesmal machen wir so ein bisschen Fragmente-Stuff noch. Verdammt. Sollte vielleicht nicht gegen Wände laufen. Ich glaube, hier unten waren sogar zwei von diesen Wänden. Wenn mich nicht alles täuscht. Einfach mal überprüfen. Aber wie ihr seht, da oben geht es noch ziemlich weit weiter. Gucken wir erstmal hier lang. Also da ist nicht. Doch, da ist was. Truhe. Oh yeah! Nein. So, da ist wieder eine Truhe. Glücksfragment erhalten! So. Da ist nichts. Da ist eine Wand. Ja, das ist ganz toll. Aber hier müsste wieder so eine Wand sein. Dam, 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 dam. Oder auch nur eine Truhe. Hab mich geirrt. Kumenasai. So, egal. Haben wir hier auch alles abgegrast. Ein paar Fragmente tun ja auch mal ganz gut, habe ich gehört. Habe ich gehört, ja. So, jetzt haben wir das Herz hier von der Lonlon Farm. An das kommt man ja nicht so einfach, wie ihr gesehen habt. Wusch! So. Ich meine, den könnten wir hier irgendwie antreffen. Aber da... Aber... Ah, nee, 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 der ist an der Lonlon Farm! Oh, ich Idiot. Ach, der ist auf der Lonlon Farm, ey. Ich... Ah, boah. Ich könnte mich gerade wieder ohrfeigen. Wer da fiel, ist mir wie die, Schuppen von den Augen. Genau. So. Dann wollen wir den ja auch mal einen Besuch abstatten. Kann ich da oben schon lang? Ich meine schon. Bäm! Oh mein Gott, ein Rubin. Ein Rubin! Da ist er. Ach, ich wusste es doch. Ach, zu denen komme ich einfach durch die Farm, ne? Ja. Tsching! So. Links, 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 2, 3, 4. Ach, hier, hier, den Baum kaputt machen. Kann ich nochmal machen hier. Das hatte ich damals, glaube ich, schon gemacht. Aber komm, ich hole jetzt mal ein bisschen was nach, was ich nicht getan habe während meines... Also, Let's Play Again, könnte man sagen. Was heißt Let's Play Again? Offline-Trainings-Livestream-Gedöns. Herzzelle gefunden. So, bam, noch ein neuer Herzkorridor. So. Und wieder raus hier. Alles, was mir so einfällt, könnte man jetzt mal machen. Eigentlich habe ich vor, Fatih erst ganz, ganz spät zu besiegen, wenn wir alle Techniken drauf haben. Weil dann ist das richtig geil. Ach, verdammt, ich muss vorne sein. Also dann können wir schneller aufladen, dann können wir schneller Döner fressen, dann können wir schneller, was weiß ich, machen, Karate. Ach, verdammt.
So, hier, du auch nochmal. Na? Och. Oh, seriously? Oh, arg. Arg. So, ich will zumindest noch den Lichtbumerang holen. Ach, Lichtbumerang, was sag ich da? Den... Doch. Keine Ahnung, wie der Boomerang heißt. Ich glaube, magischer... Magic Boomerang. Magic Boomerang. So. Hoffentlich ist das das Fragment, was es ist. Kaufen. Also das, was ich brauche. Kauf, 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 kaufen. So, ich kann das ja nachgucken. Nein, es ist nicht gewesen. So, dann holen wir uns Glücksfragment. Das. Mysteriöse Muschel. Nein. Oh. Herzen. Nein. Der Weiße? Ja, das, den nehme ich. So, dann mache ich halt eben erstmal eine Flasche leer. Du Flasche. Ja, kaufen. Und ich weiß auch genau, wo ich es einsetzen werde. Bloß noch nicht einsetzen. So, jetzt sind wir ein paar Rubine ärmer. Wurde ja auch mal Zeit. Du auch nochmal. So, jetzt gehe ich mal kurz hier rein. Und dann sind die Monster weg, aber hier ist alles noch da. So, dann wollen wir mal. So, hier Ex oder wie so mal. Oder Ex einfach mal. Bam. So, damit hätten wir schon mal zwei. Drei, beziehungsweise, also eigentlich ja drei, ne? Ich glaube, die Wirkung hat schon nachgelassen. Nur die Glücksfragmente sind wichtig gerade. Ja, die Wirkung hat scheinbar schon nachgelassen. Schade. Aber gucken wir mal nach, ob es was gebracht hat. Wenn ich jetzt nur Lappenhafte habe. Nee, ich hab... Oh, ich hab's einmal bekommen. Puh. Hätte ich es jetzt gar nicht bekommen, wäre ich ausgerastet. Ich meine, so viele verdammte Rubine. Rubine! So. Bäm. So. Jetzt holen wir uns... Wie ruhig es hier ist. Und... Was? Habe ich jetzt... Achso, ich hab Dings gedrückt. So, Fatih kann warten. Nein, wirklich, der kann echt warten. Also, da passiert jetzt nichts mit Zelda. Keine Angst. Nur weil ich hier ein bisschen trödel. So, hoch hier. Hoch, hoch, hoch. So, zack. Jingle. Der letzte im Bunde. Verdammt, yeah. So, Hammer. Nimmt's mir nicht übel, wenn ich jetzt hier nach dem Part beende, aber... Ah, 30 Minuten müssen reichen. Ich muss das Ganze ja auch noch hochladen, oh mein Gott, das kommt ja schon morgen! Ja, ich nehme jetzt mittlerweile die Parts immer nur einen Tag vorher auf. Ich komme einfach nicht vorher dazu. Aber ich versuche euch halt, wie gesagt, täglich Parts zu bringen, ne? Ja. So könnte man sagen. Ach, verdammt. Fuhr auf die eine Feder. Sag ich jetzt. Runter. Blob. Blob. Mysteriöse Muscheln. Die werden wir später auch noch brauchen. Ich glaube, ich mache hier einen 100% Run draus. Ja, doch, doch. Doch, wieso nicht? Zack. Zack. So. Hamba. Und dann geht's hier rein. Und dann geht's hier runter. Dim, dim, dim. So, einer noch. Und was wird dann passieren?
Oh mein Gott, da steht eine Riesentruhe. Was die wohl bringen wird. Das erfahrt ihr im nächsten Part. Nein, Spaß. Ah, so. Zack. Wo kommt die Leiter her, hä? Die fiel da von oben runter. Das ergibt keinen Sinn. Versteht ihr? Das ergibt keinen Sinn, dass da auf einmal eine fette Leiter runterfällt. Oder? Da ergibt das Sinn. Deswegen war da auch diese eine Fläche da markiert. Magischen Bumerang erhalten. Drücke den A-Knopf und gleichzeitig das Steuerkreuz, um die Flugrichtung zu ändern. Und bewege gleichzeitig das Steuerkreuz, wäre da angebrachter. So, jetzt haben wir hier alle Items. Mir fehlt nur noch der Lichtbogen. So. So. Ne, hier, guck mal da. Ich kann den bewegen, wenn ich will. So, ja genau. Aber... Wie gesagt, das muss jetzt erstmal reichen für heute. Im nächsten Part... Ich will den Lichtbogen haben, verdammt. Ich will den haben. Nur weil ich jetzt... Ach, Mann. Also Bumerang und Bogen lassen sich tunen halt als einziges Item. Wir haben halt jetzt alle Items, bis auf ein paar Flaschen. Eine Flasche. Werden wir aber auch noch besorgen, keine Angst. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder, wenn es wieder heißt, CCRP labert irgendwelchen Mist und ihr hört zu. Ja. Deswegen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, bald jetzt für euch. Und ansonsten schreibt Kommentar, am besten mit Zeitangabe, damit ich weiß, worauf ihr euch bezieht und so. Und ja, hau da raus und so. Tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao und so. Geht ins Baum.